mittelfristig kann es sein, dass die Gemeinden zum Beispiel im Bereich des Sozialwesens deutlich höhere Kosten rechnen müssen, weil es eben dann mehr Sozialfälle gibt, mehr Arbeitslosigkeit und so weiter. Und die Gemeinden werden bei den Steuererträgen vermutlich mit zeitlicher Verzögerung ab dem Jahr 2021 oder sogar erst 2022 die Corona-Krise spüren, indem sie dann eben weniger Steuereinnahmen haben, sowohl bei den Einkommensteuern als auch bei den Unternehmenssteuern.